Grüß Gott und herzlich willkommen bei Panorama, der Wochensendung von MEMER TV. Schön, dass Sie da sind. In dieser Woche berichten wir unter anderem von der Buchvorstellung Auf der Flucht von Karim El-Gohari und Mathilde Schwabeneder. Wir waren bei der Pressekonferenz der ÖVP der Stadt Bruck an der Mur mit dabei und im Fußball berichten wir über die spannende Partie Gusswerk gegen Mariazell. Die Buchhandlung Leikam und die ÖGB-Bibliothek luden am 19. September zu einer brandaktuellen Buchpräsentation mit dem beliebten ORF-Nahost-Korrespondenten Karim El-Gohari ins Eduard-Schwarz-Haus in Bruck an der Mur. Er stellte sein jüngstes, mit Mathilde Schwabeneder veröffentlichtes Buch Auf der Flucht vor, das sich den Schrecken der Flucht auf beiden Seiten des Mittelmeeres widmet. Wir brauchen Persönlichkeiten, die unser Bild der phänomenalen Flüchtlingssituation Europas abrunden bzw. erweitern können. In Karim El-Gohari und Mathilde Schwabeneder haben wir solche. Mit der Präsentation ihres Buches Auf der Flucht im Eduard-Schwarz-Haus in Bruck an der Mur greifen beide ORF-Korrespondenten ein momentan sehr aktuelles Thema auf. Aber es stellt sich die Frage, ob die Menschen noch über dieses prekäre Thema lesen wollen. Das haben wir uns tatsächlich auch gefragt, ob das jetzt irgendwie, ich meine, als wir das geschrieben haben, hatten wir zwar schon die Ahnung, dass das Ganze eskalieren würde, aber nicht die Ahnung, dass es eben gerade in der Zeit, wo das rauskommt, derartig eskalieren wird. Und die Frage, die wir uns damals schon gestellt haben, haben die Leute das Thema vielleicht ohnehin schon über oder ist es einfach zu viel für sie? Ja? Aber die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben in den ersten Woche, nachdem es rausgekommen ist und auch bei den Lesungen war eher das Gegenteil, dass die Neugierde groß war und die Menschen eigentlich gerade das Gegenteil haben wollten. Sie wollten mal nicht nur eben theoretisch über Flüchtlinge reden und über Zahlen und über die Bilder, die man halt im Fernsehen sieht, wo sie als Massen auftauchen, sondern sie waren schon dann auch interessiert an den einzelnen Schicksalen der Menschen, weil ich glaube, das ist eben das, was einem diese Flüchtlingsproblematik am Ende tatsächlich näher bringt. Frau Mathilde Schwabeneder als auch Karim El-Gohari berichten von den einzelnen Schicksalen und wie oft sie nur hilflos daneben stehen konnten. Also einmal, was ist denn für eine Situation, aus der sie kommen, vor allem in Syrien? Aber auch, was ist es für eine Situation, in der, ja, wir dürfen nicht vergessen, der Großteil der Flüchtlinge lebt, nämlich 90% der Flüchtlinge, die aus den Syrien geflüchtet sind, leben in den Nachbarländern. Ja. Ein Land wie Libanon, da ist jeder Vierte ein Flüchtling. Wie ist die Situation dort? Also das war eher sozusagen mein Teil der Geschichte jenseits des Mittelmeeres. Von woher fliehen sie? Was war ihr Leben, bevor sie geflohen sind? Wohin sind sie zunächst vor allem geflohen, eben zum Beispiel die Flüchtlingslager im Libanon. Und dann meine Kollegin Schwabeneder hat sozusagen den Teil der Reise selber gemacht. Ja. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt und die Zuhörer zeigten sich sehr betroffen. Unter den vielen Besuchern war auch der Nationalratsabgeordnete Erwin Spindelberger und stellte die erste Frage an die beiden Autoren. Braucht es mehr solche Menschen wie diese beiden? Die Geschichten, die wir da aufgeschrieben haben, worüber wir jetzt geredet haben, war ja eigentlich die Idee, wir bringen diese Flüchtlingsschicksale anderen Menschen näher. Das sind die gleichen Flüchtlingsschicksale, die jetzt direkt am Hauptbahnhof in Wien oder in Nickelsdorf oder am Salzburger Hauptbahnhof zu finden sind. Also die Menschen werden auch ohne Mathilde Schwabeneder und Karim El-Gohari mit diesen Geschichten konfrontiert werden. Das ist eigentlich vielleicht nur so eine Art Vorbereitung darauf, vielleicht dieses Buch. Aber man wird mit diesen Geschichten konfrontiert werden und nochmal, ich hoffe, man wird an diesen Geschichten auch wachsen. Die tödliche Fluchtroute führt durch die Sahara über das Mittelmeer, berichtet die Buchautorin Mathilde Schwabeneder. Nicht nur Männer und Frauen nehmen diese lebensgefährliche, durstraubende Strecke auf sich, sondern auch Kinder und das ganz alleine. Sie erklärte ihre Traurigkeit, den Zorn und die Enttäuschung, die sie empfindet über das Versäumnis der Europäischen Union, nicht schon früher reagiert zu haben. Die Berichte dieser Schicksale lassen einen wirklich umdenken und am Ende wird man nur eine Frage beantworten müssen. Was konnte ich persönlich dazu beitragen? Die Fotogruppe der Naturfreunde Bruck an der Mur präsentiert wieder eine Ausstellung im Rathaushof in der Stadt Bruck. Tolle Bilder und faszinierende Motive laden die Besucher zum Verweilen ein. Ein tolles Fotoerlebnis.
Auch in diesem Jahr steht der Brugger Rathaushof wieder im Zeichen einer interessanten Ausstellung der Fotogruppe Naturfreunde Brugg. Die Eröffnung nahm Kulturstadträtin Magister Kerstin Stocker vor. Die Fotogruppe der Naturfreunde ist sehr aktiv und es sind 16 Fotografinnen und Fotografen, die heute ausstellen. Es ist sehr gelungen, es sind sehr viele verschiedene Motive, vielfältige Bilder und die Fotografie ist ein wesentlicher Bestandteil des Kulturprogrammes der Stadt Brugg an der Mur, der ist sehr bereichert. Circa 70 Bilder mit verschiedensten Motiven sind zu sehen. Obmann Norbert Mandl betonte in seiner Eröffnungsrede die Ideenvielfalt und Kreativität. Ich habe eigentlich meinen Mitgliedern freigelassen, was sie heuer bringen. Also quer durch die Bank, also ist egal, wir haben alles Mögliche. Sowie die positive Entwicklung in Bezug auf neue Mitglieder in der Fotogruppe der Naturfreunde. Ich kann einen regen Zulauf erfreuen, also es geht schön bergauf, kann man sagen. Neu in der Fotogruppe ist Herbert Pfoser. Meine Motive sind sehr einseitig. Ich bin ein Eisenbahner und ich habe die Eisenbahn als Fotografie auch gewählt. Seit einem halben Jahr bin ich jetzt auch bei der Fotogruppe der Naturfreunde. Es sind dort alles Gleichgesinnte und es kommen immer schöne, gute Fachgespräche dort zustande und ich fühle mich dort sehr, sehr wohl. Obmann Norbert Mandl ist seit 1976 beim Fotoclub und das mit Begeisterung. Sein Motto für diese Ausstellung? Ich habe ganz gern Motive, die man nicht am ersten Blick erkennt. Also ich habe heuer mit einem Fotoclub-Kollegen ein kleines Thema erarbeitet, das ist eine Illusion durch Spiegelungen. Auch die Natur steht im Vordergrund, heuer das schönste Platzl Österreichs. Nachdem wir Naturfreunde sind, ist auch die Natur ein Lieblingsmotiv von mir und ich bewege mich ganz gerne in der Natur, allerdings halt in gemäßigtem Maße, aber wie gesagt, ich war heuer schon im Februar im Grünen See und nachdem ja voriges Jahr der schönste Platz Österreichs war, habe ich mir gedacht, schauen wir das einmal an und habe ein paar Bilder gebracht, wie das ein bisschen zum Nachdenken anregen sollen. Ich habe nur gedacht, wenn das so weitergeht, dann habe ich auch ein Motiv dabei auf den Kopf gestellt, das so sinnbildlich, dass es vielleicht einmal gibt den See. Auch Bruggs Bürgermeister ist von der Ausstellung beeindruckt. Die Naturfreunde Brugg haben eine sehr, sehr aktive Fotosektion und ganz hervorragende Fotografen. Und diese Ausstellung ist wirklich wieder ein Highlight im Ausstellungsreigen. Und ich bin ja selbst kein Fotograf, aber ein Knipser, der gerne fotografiert. Und ich bin immer wieder begeistert von der Qualität, die hier geboten wird. Und ich kann nur gratulieren unserer Fotogruppe der Naturfreunde, die machen hier wirklich professionellste Arbeit und diese Ausstellung ist auch diesmal wieder ein besonderes Erlebnis. Die Ausstellung ist bis 27. September 2015 von Montag bis Freitag 8 bis 16, Samstag, Sonntag von 9 bis 13 Uhr im Rathaushof Brugg geöffnet. Herbstzeit ist nicht nur Erntezeit, sondern auch Vorbereiten für den Winter. Das gilt auch fürs Auto. Bei Edler Reifen in Brugg ist man gerüstet. Der Winter steht vor der Tür und damit auch die situative Winterreifenpflicht bei 1. November. Wir bei Edler Reifen sind gerüstet und haben alle gängigen namhaften Premiumreifen lagernd. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tankgutschein- und Boxenstoppprämien. Derzeit haben wir 4.000 Winterreifen lagernd. Hat Ihre Garnitur Winterreifen noch genug Profiltiefe? Wir kontrollieren auch die Profiltiefe. Hat Ihr Auto schon das neue Reifendruckkontrollsystem? Wir von Edler Reifen sind auch für das neue Reifendruckkontrollsystem gerüstet. Und wohin mit der Garnitur Sommerreifen? Nützen Sie unser Reifendepot inklusive der Radwäsche. Das mit den Reifen hätten wir, aber wie sieht's mit Pickerl, Ölwechsel, Autoelektrik aus? Da bietet sich Edler Werkstätte sehr vorteilhaft an. Alle Herbstaktionen bis 2. Oktober 2015. Bei unserem Wintercheck überprüfen wir Kühlerfrostschutz, Scheibenfrostschutz, ganz besonders die Lichtanlage von Ihrem Fahrzeug. Und noch vieles mehr. Willi Zeilinger, Kfz-Meister, seine Erfahrung kommt Ihnen zugute. Unterstützt von Patrick Riedler wird Ihr Auto winterfit. Wichtig ist auch Lichtmaschine und Batterie prüfen. Die Paragraph 57a Überprüfung ist ein wichtiger Bestandteil, um sicher unterwegs zu sein. Vereinbaren Sie einen Termin. Achsvermessung, Klimaservice, Windschutzscheibenreparatur, Anhängerkupplung und Zahnriemenwechsel sind ebenfalls in der Edler Herbstaktion.
Für Ölwechsel und Bremsenservice sollten Sie ebenfalls die Edler Herbstaktion nützen, denn es hat viele Vorteile. Nutzen Sie die derzeitigen Herbstaktionen beim Autoservice Kfz Edler und sichern Sie sich Ihren 20 Euro Dienstleistungsgutschein auf eine nachfolgende Reparatur- oder Pikaleurprüfung. Edler Reifen und Edler Werkstätte in Bruck an der Mur. Ein Termin, alles unter einem Dach. Wie praktisch, da bin ich mir sicher. Vor 50 Tage ist die ÖVP der Stadt Bruck als regierender Koalitionspartner der SPÖ nun im Amt. Grund genug, bei einer Pressekonferenz ein erstes Resümee zu ziehen. Die ÖVP Bruck an der Mur legte in einer Pressekonferenz ihre Tätigkeiten nach den ersten 150 Tagen in der neuen Stadtregierung dar. Die SPÖ musste sich nach Verlust der absoluten Mehrheit nach einem Juniorpartner umsehen. Der Blick fiel auf die schon im Gemeinderat vertretene ÖVP. Vorrangig will die Vizebürgermeisterin der neuen Zusammensetzung die deutliche Handschrift der ÖVP erkennen lassen. Mehrheitsbeschaffer sind wir sicher keiner. Für uns war die Entscheidung, mit der SPÖ zusammenzuarbeiten, aus dem Grund, weil alle unsere Themen, die uns wichtig waren, die wir auch im Wahlkampf präsentiert haben, wie eben Erneuerung der Stadtvision, Neuaufstellung des Stadtmarketings, Einrichtung eines One-Stop-Shops, also quasi das Service für Gründer und Unternehmer zu erhöhen, aktive Standortpolitik, auch das wichtige Thema Richtung der Westbrücke. Diese Dinge, all diese Themen hat die Brucker SPÖ auch in das Arbeitspapier aufgenommen, in das gemeinsame. Und dieses Zukunftspapier für Brucker war dann für uns doch Grund, für die Stadt gemeinsam zu arbeiten. Wenn man von der ÖVP spricht, dann spricht man auch von einer Wirtschaftspartei. Mit ihrem Gemeinderat, dem Wirtschaftsreferenten Werner Schmölzer, will man sich ganz deutlich zur Philosophie der SPÖ abgrenzen. Letztlich sollten die Vorteile einer vernünftigen Wirtschaftspolitik der gesamten Bevölkerung zugutekommen. Es ist aber notwendig, dass man vorher gewisse Rahmenbedingungen schafft, und da sind wir gerade dabei, mit der Erarbeitung einer Stadtvision ein großes Konzept, einen roten Faden für zukünftige Maßnahmen inhaltlich festzulegen, und mit der Einrichtung eines modernen Standortmanagements auch einen Ansprechpartner für Unternehmer, Gründer, Investoren zu schaffen, damit wir den Standort Bruck auch wieder offensiver vermarkten, Bruck auch als Stadt zum Arbeiten stärker bewerben, als das in der Vergangenheit der Fall war, und so versuchen, Kleinbetriebe, Ein-Personen-Unternehmen, Gründer nach Bruck zu bekommen. Wir könnten damit einerseits die Wirtschaftskraft stärken und andererseits auch die Innenstadtproblematik entlasten. Dunkle Wolken brauten sich im Vorfeld zur Fusion Obereich-Bruck zusammen. Finanzdesaster nannte es die Opposition. Vielleicht wird man in absehbarer Zeit auch in dieser Causa für ausreichende Transparenz sorgen. Aus der Sicht der Kommunalpolitik und aus der Sicht der Volkspartei kann ich nur sagen, dass Obereich eine Gemeinde mit Abgängen war, ist jedem seit Jahren bekannt, der Zeitungen gelesen hat. Auch Bruck hat natürlich vorher Schulden gehabt.
aber die Expertise, der Kassasturz des KTZ hat gezeigt, dass nicht die Schulden das Problem unseres Budgets sind. Bei allen Kennzahlen, die mit der Verschuldung zu tun haben, würden wir die Schulnote gut bekommen. Ich denke, man sollte schon langsam damit aufhören, jetzt irgendwelche Entwicklungen an die Wand zu malen oder Behauptungen zu machen, dass durch die Fusion irgendein finanzielles Desaster entstanden wäre. Da sagen die Zahlen und die Fakten ganz was anderes. Philosophie der Brucker ÖVP ist es, politisches Denken nach vorne zu richten. Auf Zukunftsgestaltung und nicht auf Revanche wird gesetzt. Die Politik ist für viele Bürger nicht mehr das, was sie einmal war. Unentschlossen und entscheidungsschwach, so hört man zumindest an den Stammtischen die Meinung über die Politiker. Wie kann man die Politik nun neu und besser erfinden? Dieser Frage wurde jetzt vor kurzem in Graz nachgegangen. Ein Abend voller Eindrücke und mit interessanten und brisanten Beiträgen und hochkarätigen Teilnehmern. Das ist, glaube ich, eine schwerende Wunde, die leider Gottes schon ziemlich umfangreich geworden ist. Und wie man an diesem Abend heute gesehen hat, obwohl Fachleute aus 4, wenn nicht 5 verschiedenen Disziplinen da waren, können sie höchstens das Problem aufreißen, können sie darstellen, wo überall eingegriffen werden muss. Aber das ist letztlich ja auch eine Frage der Kultur, wie gehen wir mit unseren Problemen um und sind wir noch imstande, Alternativen zu entwickeln, zu denken und, ich glaube, das haben wir heute am deutlichsten gesehen, wie kommen wir dazu, dass die auch wirklich umgesetzt werden. Man nennt die Probleme beim Namen. Es ist nichts zu heiß und es lässt nichts kalt. So wusste der Friedens- und Kriegsberichterstatter Friedrich Orter einiges zur Thematik des Abends zu sagen. Herr Orter, Sie sind Gast bei einer Veranstaltung, die den Titel trägt, wie die Politik neu und besser erfunden werden kann. Wie kann sie denn das? Das weiß kein Mensch, das wissen nicht einmal die Politiker. Wir sind nur mit einer Situation konfrontiert, wo wir die Erfahrung machen müssen, dass mit dieser Flüchtlingswelle, die jetzt Europa überschwemmt, alle politisch Verantwortlichen eigentlich überfordert sind, keine Lösungen wissen. Und ich glaube, das könnte ein Denkanstoß sein, nachzudenken eben, wie man mit neuen, durchdachten Modellen diese Herkulesaufgabe bewältigen kann. Die bisherigen Modelle sind alle gescheitert. Österreich war immer schon Grenzpassion gegen den Orient. Zusammenfassend kann man sagen und nichts hinwegtäuschen. Die jetzige Situation ist eine neue Völkerwanderung. Der Bogen spannte sich von Konjunktur- und Wirtschaftsthemen bis zur Problematik des Sozialstaates und der Frage, gibt es Auswege? Also es ist gerade die Umkehrung dessen, was immer stattfindet. Also der Weg ist das Ziel. Das ist falsch. Das Ziel ist der Weg. Demokratie wird hergestellt durch Demokratie. Ja. Hilfe wird hergestellt durch Hilfe. Lernen, eine gute Schule wird hergestellt, indem man es richtig macht. Der bekannte Wirtschaftswissenschaftler Markus Marterbauer bringt es auf den Punkt. Die Lüge Lohnnebenkosten. Sie entstehen durch Hinzurechnung des 13. und 14. Gehaltes. Und zum Reichtum. Der Reichtum in Österreich ist 4-mal so hoch wie die Staatsschulden. Das Problem ist die Umverteilung. Der Begründer der kritischen Medizin hat schon einige Sträuße mit den Politikern ausgefochten. Vom Helfen und vom Wohlergehen. Österreich ist dafür bekannt, dass wenn es darum geht zu helfen, sei es Nachbar in Not, Licht ins Dunkel oder wie immer, dass man sofort dabei ist und der Österreicher zeichnet sich dadurch aus. Ist das zu viel, was er tut für die anderen oder passt es so? Nein, schauen Sie, ich finde das natürlich eine positive Seite der Zivilgesellschaft, dass sie, sagen wir mal, grob gesagt, wenigstens einmal im Jahr sehr spendenfreudig ist, nämlich zur Weihnachtszeit. Ja? Ich bin allerdings sehr unzufrieden, wenn ich sehe, dass man Spendengelder benötigt, ja, um zum Beispiel schwer erkrankte, chronisch erkrankte Kinder in Wien behandeln zu können. Der Initiator des Sozialvolksbegehrens
hat ein Zitat von Elias genommen. Wir haben nur eine Aufgabe im Leben, menschlich zu leben. Eine Reise in die Vergangenheit können die Besucher auf Burg Oberkapfenberg erleben. Mit der Ausstellung Grenzgänge wird dem Besucher ein tiefer Einblick in die Vergangenheit und hier vor allem ins 17. Jahrhundert geboten. Grenzgänge, eine Zeitreise mit Kreuzrittern und Alchemisten. Auf der Burg Oberkapfenberg findet von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr eine Ausstellung über unser spannendes Zeitalter statt. Die Ausstellung ist ganz was Tolles. Es ist eine multimediale Ausstellung für die gesamte Familie. Auch Kinder sind hier herzlich willkommen. Sie können sich einen Film ansehen, können sehen, wie viele Dinge nach Kapfenberg gebracht wurden durch die Kreuzzüge, wie viel wir eigentlich auch daraus gelernt haben. Und im Kreuzritterzelt können die Kinder heraushören, wie der Wulfing mit dem Alaaf Dall spricht, damals dem Sohn des großen Saladin. Die erste Station führt uns zu dem Buch des Wulfing. Es zeigt uns das Leben im Mittelalter und die sehr schwierige Reise in den Orient. Es erzählt uns eigentlich die Geschichte, dass Wulfing von Stubenberg einst der Sage entsprechend den großen Richard Löwenherz von England in Kapfenberg getroffen hat und so begeistert war, dass er sich vorgenommen hat, wenn er mal groß ist, will er ebenfalls ein Kreuzritter werden. Das hat er realisiert. Besonders für die Kinder wird gezeigt, welches Gewürz und welche Stoffe man damals schon besaß. Weiters wurden sogar schon Brillen hergestellt. Auch die Vorstellung unserer Erde war damals noch komplett anders. Im frühen Mittelalter, wissen wir ja, dachten wir in Österreich, die Erde sei eine Scheibe und wenn man an den Rand kommt, würde man ins Unendliche hineinfallen. Und die Muslime wussten damals schon, das ist ein Globus aus dem 9. Jahrhundert nach Christus, und die wussten damals schon, dass die Erde zumindest einmal eine Kugel ist. Und das war natürlich eine vollkommen andere Weltanschauung, auf die Wulfing von Stubenberg im Orient getroffen ist. Ja. Eine weitere Station der Ausstellung zeigte den sehr heiligen und interessanten Schmelzofen. Ein Kapfenberger Alchemist versuchte um 1685 Gold und Silber mit Hilfe des Ofens herzustellen. Hier geht es um den Alchemisten von Kapfenberg. Wir fanden den einzig erhaltenen Alchemistenschmelzofen in der alten ersten Burg zu Oberkapfenberg, oben auf Maria Loretta. Dieser geheime Tunnel ist aber für die Öffentlichkeit nicht sichergestellt worden. Jetzt haben wir einen Nachbau dieses einzig erhaltenen Ofens hier in unserer Ausstellung und möchten eben zeigen, dass es wohl einen Kapfenberger gegeben hat, der versucht hat, Gold und Silber für die Stubenberger zu machen. Einmal schwarzes wird weiß, weißes wird gelb, gelbes wird rot, wir nichts. Aber es muss doch funktionieren. Gelb wird zu rot, gelb wird zu rot. In der Ausstellung auf der Burg Oberkapfenberg gibt es auch ein Kreuzritterzelt. Man erfährt dort, was die Herausforderungen beim Reisen waren, zum Beispiel von Kapfenberg in den Orient. Das ist das Kreuzritterzelt, damit vor allem die Kinder und die Schulgruppen auch sehen, wie das da eigentlich im Orient ist und war. Wir haben hier einen Dialog zwischen dem Ritter Wulfing und dem Sohn des großen Saladin Alaaf Dall. Und die Kinder sollen erfahren, was war wirklich schwierig für den Ritter Wulfing, wie zum Beispiel eines der größten Herausforderungen war es, Wasser zu trinken auf der Reise von Kapfenberg in den Orient. Man lernt in dieser Ausstellung sehr viel über die Kreuzzüge und Alchemisten. Aber auch die Kinder werden mit spannenden Filmen, Rätseln und dem Kreuzritterzelt sehr gut unterhalten. Auch die Sozialgesellschaft mit den verschiedenen Kulturen spielte eine große Rolle. Im Großen und Ganzen zusammengefasst ist diese Ausstellung eine wirkliche Zeitreise in unser Mittelalter. Jeden Mittwoch von 11 bis 14 Uhr grillen im SC-Treff. Ob Koteletts, Würstel, gegrilltes Gemüse, selbstgemachte Soßen oder erfrischende Salate. Genießen Sie köstliche Spezialitäten frisch vom Grill. Mittwoch ist Grilltag im SC-Treff. Lassen Sie sich vom Team des SC-Treff kulinarisch verwöhnen. Immer am Mittwoch von 11 bis 14 Uhr. It's a new life for
and I'm feeling good. Was uns glücklich macht, mit den Augen einer Frau, sieht die Welt ganz anders aus. Ihre Träume und Gedanken sind uns Männern weit voraus. Was sie wollen, wie sie fühlen, wissen wir nicht so genau. Ab jetzt, Nehmer TV. Auch auf Facebook. Ihr findet uns und unsere aktuellen Sendungen unter www.facebook.com/nehmertv. Wir warten auf eure Likes. Krank durch Krankenhaus. In Österreichs Spitälern sterben jährlich 2400 Patienten an Spitalskeimern. Banale Handyhygiene könnte sehr viel Menschenleben retten. Die Statistik ist alarmierend. Wir haben in Österreich Spitälern eine Infektionsrate von 6,2%. Das kann besser werden, meint man an der Wiener Universitätsklinik. Aber im Großen und Ganzen sind Österreichs Spitäler sicher. Ein Widerspruch. Es sterben wöchentlich rund 46 Menschen an einer nosokomialen Infektion. Noch schlimmer wird es, wenn man die Statistik hernimmt und lesen muss, dass es jährlich 16 Millionen Spitalsinfektionen gibt und täglich 80.000 Infizierte. Laut WHO sterben in Deutschland jährlich bis zu 40.000 Menschen. Händedesinfektionen seitens des Spitalpersonals ist die effektivste Maßnahme, Patienten vor Spitalskeimen zu schützen. Nosokomiale Infektionen verursachen auch Kosten, denn sie verlängern den Spitalsaufenthalt. Vielleicht ist man bereit, über die Senkung der Kosten zunächst einmal Geld dafür auszugeben, um dem Problem näher zu Leibe zu rücken. Denn Politiker schauen meist nur auf Kostenzahlen, um zu brillieren. Noch einen Nachsatz. Die Verweildauer im Spital erhöht die Kosten um durchschnittlich 7 Tage. Die Behandlungskosten werden um 7.000 erhöht. Und jetzt geht die Aufforderung an die Politiker, die Grauzellen zu aktivieren, um weiteres Ungemach zu verhindern. Die ECE-Puls machen gerade in den Ferien viel für die Jugend. Ob Erlebnistage, ob Handball oder Basketball, den Kindern wird ein breites Angebot gemacht. So auch bei Back to School in Kapfenberg. Unter der Aufsicht eines erfahrenen, coolen Trainerteams fand erstmals in der Walfersamhalle in Kapfenberg das Back-to-School-Camp für die Basketballjugend statt, wobei sich die Kids so richtig in den Basketballsport hineinwerfen durften. Für wen ist es und wie lange dauert es? Ja, das Back-to-School-Camp war heuer das erste Mal, dass wir das veranstalten. Das ist für die Kinder, für die jüngsten Kinder von unserem Verein, von der U10, U12 und U14. Als Einstieg wieder in den normalen Trainingsbetrieb haben wir uns gedacht, schon in den Ferien ein wenig anfangen. Und wie man sieht, nehmen das sehr, sehr viele Kinder in Anspruch. Für die Entwicklung des Ballgefühls durfte die Jugend Jumpstops, Rolling Spin Moves, Tripling und Ballhandling ausprobieren und fühlten sich beflügelt. Nicht nur im Sport, sondern auch in der englischen Sprache. Was nehmen die Kinder für die Zukunft mit? Natürlich den Spaß an der Bewegung, der Spaß am Basketball. Sie lernen sehr viel, koordinative Sachen machen wir viel, Laufschulung, Lauf-ABC, das Ballgefühl, also eine weit gefächerte Ausbildung. Und wie geht es diesen Kids heuer? Wir haben heuer das erste Mal 2 U12-Mannschaften und 2 U14-Mannschaften genannt in dem steirischen Meisterschaftsbetrieb. In diesen 3 Tagen mit jeweils 3 Stunden wurde der Nachwuchs sehr gefordert. Neben Ausdauer, Geschicklichkeit und Koordination
stand vor allem der Spaß im Vordergrund. Und nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädchen gaben ihr Bestes. Also wir haben heuer das erste Mal eine Mädchenmannschaft im U16-Meisterschaftsbetrieb. In der U14 oder U12 spielen die Mädchen zusammen mit den Burschen. Und ab 6-7 Jahren sind auch Mädchen bei uns. Herzlich willkommen. Kommen die aus ganz Österreich? Oder weil ist ja nicht so einfach, eine Mädchenmannschaft zusammenzustellen? Ja, wir haben in den U12, U12 und U14 Bereich genug eigene Mädchen. Auch im oberen Bereich. Wir haben dieses Jahr erstmals auch im Internat ein Mädchen aufgenommen, also in der Teamsportakademie. Die kommt aus Leibniz, ist aktuelle U16-Nationalteamspielerin und die verstärkt uns natürlich sehr gut. Am Ende des zweiten Tages des Back-to-School-Camps gab es einen verdienten Imbiss, um sich dann gestärkt und fit unter die Bundesliga mischen zu können. Mit ihren Idolen spielen und Spaß haben zu dürfen, war bestimmt ein Highlight für die Kids und das Camp. Das Highlight ist heute sich am Abend mit dem Meet and Greet mit der Bundesliga. Es kommt nachher die Bundesligamannschaft, speziell nur für diese Kinder. Die bekommen dann Autogramme, um so eine Bindung zur Bundesligamannschaft aufbauen zu können. Wie heißt es doch so schön? Die Letzten werden die Ersten sein. Und mit einem erstklassigen Bundesliga-Training wurden sie dann auch noch belohnt und konnten dann bestimmt übermüdet, aber doch träumend in ihre Betten fallen. Wenn Sie einen Gebrauchten gesucht haben, dann waren Sie bei der Gebrauchtwagenmesse in Bruck an der Mur am Hauptplatz genau richtig. Peter Harrer und Kameramann Walter Reiner haben sich unter die Besucher gemischt. Wer auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen ist, hatte am vergangenen Wochenende eine gute Gelegenheit. Denn die Autohändler aus dem Bezirk Bruckmürzzuschlag präsentierten auf dem Brucker Hauptplatz eine große Auswahl. Wir haben beim Rundgang einige zu einem Gespräch eingeladen. Mein Name ist Kramer Raphael, ich bin Verkaufsberater bei der Firma Vogel & Co. in Kapfenberg. Wir sind heute hier bei der Gebrauchtwagenmesse mit geprüften Gebrauchtwagen, aber auch mit neuen Modellen wie zum Beispiel den Fiat 500X, den wir als 2WD sowie als Allrad anbieten können. Ganz neu mit Neungangautomatik oder für den kleinen Geldbeutel unseren Fiat Panda 4x4, den wir schon ab 11.900 Euro hier bei der Gebrauchtwagenmesse stehen haben. Unsere Gebrauchtwagen sind alle überprüft, serviciert und werden mit Garantie ausgeliefert. Neuheiten auch bei Porsche Kapfenberg. Wir haben zurzeit einen neuen Touran, der ist bereits bestellbar. Bei Finanzierung über die Porsche Bank gibt es derzeit 1.000 Euro Porsche Bank Bonus. Für die private Person gibt es eine Umweltprämie. Für einen Unternehmer gibt es derzeit einen Unternehmerbonus. Gerne bieten wir Ihnen auch die Versicherung inklusive Rechtsschutzversicherung, Insassenunfallversicherung, Garantieverlängerung bis zu 5 Jahre an. Bei Porsche in Kapfenberg stehen ca. 60 bis 70 geprüfte Gebrauchtwagen und über die Weltauto-Plattform haben Sie Zugriff auf über 16.000 Fahrzeuge in Österreich. Fürstaller bietet 3 Jahre Gebrauchtwagengarantie, aber auch bei Hyundai und Volvo gibt es Neuigkeiten. Wir freuen uns wieder auf der Brucker Autoschau dabei zu sein, haben heuer für unsere Kunden mit den neuen Hyundai Tucson, ein absolut Top-Gerät aus der neuen Hyundai-Palette, und bei Volvo können wir den neuen XC90 präsentieren, den wir auch als Vorführwagen auf der Autoschau mithaben. Der Gebrauchtwagen hat bei Fürstaller besonderen Stellenwert. Wir versuchen natürlich, die Gebrauchtwagen für unsere Kunden so gut als möglich aufzubereiten und auf Neuwagenqualität zu bringen, um dem Kunden unsere einzigartige 3 Jahre Gebrauchtwagengarantie anbieten zu können. Als Besonderheit konnten diesmal Besucher am Glücksrad drehen. Jede Zahl war einem Autohaus zugeteilt, das kleine Preise bereitgestellt hatte. Über 5 Jahrzehnte ist Marcher und Sohn mit der Marke Peugeot in der Brucker Autoszene. Mein Name ist Marcher Paul von Autohaus Marcher und Sohn. Das Autohaus Marcher und Sohn gibt es seit heute 52 Jahre. Wir verkaufen Peugeot und neu im Sortiment sind unsere Sanyong. Wir bieten 4+4 Leasing, das heißt, bei einem Leasingvertrag der Peugeot Bank bekommen Sie Winterräder in Guss plus Gummi oder Aluminiumräder plus Gummi zum Autokauf geschenkt. Für die Gebrauchtwagen bieten wir Ihnen Drittelfinanzierungen sowie 50-50 Finanzierungen an.
Autohausmacher und Sohn ist nun auch im Allradsegment vertreten mit den Sanyong-Modellen. Die Motorisierungen beginnen bereits ab 160 PS. Wobei zu bemerken ist, dass die Motoren von List stammen. So wird auch der österreichische Markt gefördert. Huber ist mit der gesamten Fahrzeugpalette vertreten. Huber Obereich, BMW und Mini sowie Huber Kapfenberg und Nickelsdorf mit Ford und Honda Gebrauchtfahrzeugen. Auf dem Neuwagensektor ist einiges zu erwarten, so jedenfalls Niederlassungsleiter Dietmar Schöckel. Beim Autohaus Huber tut sich im Herbst sehr, sehr viel. Wir haben ab der nächsten Woche verfügbar bei uns im Haus die neuen Ford-Modelle Galaxy und S-Max. Es kommt mit 7. Oktober der neue Honda HR-V sowie der neue Honda Jazz. Ja, das sind die Highlights des heurigen Herbstes und wir sind sehr froh über diese neuen Modelle. Am Gebrauchtwagensektor haben wir jetzt diese Aktion hier auf der Messe. Beim Kauf und Abschluss eines Gebrauchtfahrzeugs bis 15. Oktober gibt es von unserer Seite dazu einen 100 € Dankgutschein sowie die Jahresvignette für 2016. Den Schauraum umgebaut, neuer Firmenname bei Skoda. Naja, bei uns hat sich ja sehr viel getan. Ja. Wir haben ja den neuen Schauraum praktisch gebaut und damit wir für unsere Kunden noch besser da sein können. Und wie gesagt, da tut sich immer was Neues beim Autohaus Marichhofer. Namen haben wir ja auch gewechselt, nicht, vom Schmolli auf Marichhofer. Aber ich glaube, das ist ja mittlerweile schon überall bekannt. Was bringt der Herbst bei Skoda Neues? Naja, bei Skoda jetzt brandaktuell natürlich der neue Superb Kombi. Wir haben bereits den ersten im Schauraum stehen. Ist jeder herzlich eingeladen, einmal vorbeizukommen und das Auto auch zu probieren. Wie sieht es mit den Gebrauchten aus? Naja, nachdem wir ja einen riesengroßen Platz haben, sind wir auch natürlich bemüht, dass wir schöne Gebrauchte haben. Tauschen wir natürlich auch gerne ein. Jedenfalls war die Brugger Gebrauchtwagenmesse wieder ein Leistungsbeweis der Autobranche im Bezirk. Und so mancher wird sich seinen Wunschtraum erfüllt haben. Wir wünschen jedenfalls eine gute und unfallfreie Fahrt. Unter dem Titel Genuss und Musik konnten die Gäste wieder einen tollen Nachmittag im SC-Treff in Bruck an der Mur erleben. Und dass mit Musik eigentlich alles leichter geht, wird Ihnen der folgende Beitrag in jedem Fall vermitteln. Auf geht's, packen wir's. Die Alpenjäte sind in einer sehr illustren Runde, so viel kann man sagen, auf der Brugger Moorinsel. Wie kommt man eigentlich zu dem Namen Alpenjäte? Hat das mit deinem Aussehen zu tun ein bisschen? Nein, eigentlich gar nicht. Es war der Tag irgendwann einmal 1999 und ich habe mit zwei Kollegen einen Namen gesucht, einen Bandnamen. Und irgendwann war vorher vom Reinhold Messner diese Dokumentation im ORF. Und das Schöne war, mit Alpen hat es so viel gegeben. Du kennst sie alle, Alpenrebellen und Alpen-Casanovas, die hat es alle schon gegeben damals. Und irgendwann habe ich gesagt, mit Alpen, wir haben in Österreich klasse Alpen. Und irgendwann, ja, und durch die Dokumentation war es dann so weit, dass ich gesagt habe, irgendwann beim Moped fahren damals, ne? Kaum so glauben, es ist schon lange her, aber ist mir dann das Yeti geschossen. Alpen-Yetis und ja, seit 1999 gibt es eigentlich den Namen Alpen-Yetis. Wie man weiß, seit kurzem ist der Alpenjäti ja wirklich wieder auferstanden. Ja, richtig. Also seit kurzem gibt es den Alpenjäti wirklich. Wir haben 5 Jahre eigentlich verhandelt
mit, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt ein Fahrzeug, das heißt Yeti. Und 2009 haben die Alpen-Yetis bei solchen Präsentationen gespielt und da hat es das Maskottchen wirklich in Original gegeben. So wie ihn der Mason eigentlich beschrieben hat damals. Und ja, wir haben ihn vor 14 Tagen ersteigert. Und jetzt gibt es den Yeti im Original-Maskottchen wirklich fast bei jedem Auftritt mit dabei. Jetzt muss ich in dieser Runde fragen ein bisschen, jetzt habt ihr den richtigen Yeti mit, ihr habt den zweiten Yeti an meiner Seite mit, der überhaupt nicht mehr aufhört zum Reden. Wie schwierig ist es mit ihm eigentlich auf Tour zu sein? Na, eigentlich, es ist ganz gemütlich, wir genießen wirklich viel, wir spielen, es macht immer Spaß und wir verstehen uns ganz gut und am wichtigsten ist, dass wir erfahren viel. Ich persönlich kann nicht sagen, dass ich viel lerne von dieser Kultur und dieser Musik und es macht, wie gesagt, immer viel Spaß. Also. Quando vedi senti voglio amare e dire un bacio l'amore sfocio. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella amore, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella amore, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Hey! Jetzt muss ich darüber fragen, ihr seid hier zu dritt. Gibt es da eine Arbeitsaufteilung, wer was in der Gruppe macht? Also ich mache das also ich bin immer für die kleinen Dinge zuständig, weil ich der Kleine bin. Und was ich nicht mit habe, ist Daft. Also das habe ich auch nicht mit, da verstehen wir uns sehr ganz gut. Nein, es gibt schon eine Aufteilung in der Gruppe, also jeder hat seinen Bereich. Und es passt da ganz gut in der Gruppe, also wir teilen uns das sehr gut auf. Und ja, wie schon der José gesagt hat, die Stimmung passt in der Gruppe und das ist das Wichtigste. Marc-André, heute das erste Mal bei Musik und Genuss. Fangen wir vielleicht gleich mal an mit dem Thema Genuss. Was ist für dich eigentlich Genuss? Genuss ist für mich, hier zu sitzen, mit euch gemeinsam zu feiern und ein gutes Glas Wein zu trinken. Welche Art von Wein? Ich darf nicht sagen, jede Art von Wein, gell? Aber so ein guter Wölsch, der hat mir schon gut schmecken. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Jetzt hast du natürlich vom Trinken geredet, wenn wir vom Essen reden, so Brettle aus, bist du für das auch zu begeistern? Wie du weißt, bin ich immer wieder für das Essen zu begeistern und wer mich sehr, sehr gut kennt, der weiß, dass ich da immer dabei bin. Also so ein Brätli außen, so richtig mit Speck und alles, das ist was Besonderes. Ja, für mich sowieso. Ich meine, ich mag das sehr, sehr gern. Ich bin ja auch sehr urig unterwegs. Auch meine Freunde, ich meine, ich habe ja viele Freunde, die was nicht nur Städter sind, sondern auch vom Land kommen und deswegen ist es für mich natürlich immer wieder ein Genuss, mit denen zu feiern und zu essen. So, jetzt wird sie nicht ganz schnell. We'll be right back.
unverzweifte Hand hat sich das angefühlt. Und dann kam der Tag, an dem alles zerbrach. Du gingst fort, ohne ein Wort, ohne Blick zurück. Und ich stand da, nackt bis auf mein Herz. Nur Tränen und ein Schmerz. Und vor mir lag nur die Nacht der Einsamkeit. Und ich stand da, nackt bis auf mein Herz. Und spür ich diesen Schmerz, denk ich nur noch an dich. Jetzt haben wir natürlich gehört, du bist ja seit kurzem der Mann der Band der Steiermark. Kann man da den Genuss auch ein bisschen hineinbringen eigentlich? Du lebst, du lässt ja die Steiermark eigentlich hochleben. Ja, ich meine, das ist in unserem Sinne, dass wir Steirer müssen ja auch zusammenhalten. Und dass natürlich das mit der Band für Steiermark so gut funktioniert hat bei unseren ersten Event natürlich. Es war ja nicht sehr, sehr einfach, aber Alex Rehak ist ja nach wie vor auch im Hintergrund immer wieder vertreten und deswegen wird das auch weiter. Noch einmal in deinen Armen will ich träumen. Du bist wie ein Geschenk, mein lieber Schatz, ich hab dich gern. Dankeschön. Komm, küss mich noch einmal und lass uns keine Zeit versäumen. Ich gebe dir mein Wort, du bist das Einzige, was zählt. Du bezeichnest dich ja oft gerne nicht als Schlagerkünstler, sondern als Entertainer. Warum eigentlich? Ja, du weißt ja, ich mache immer ein bisschen Spaß. Ich tue immer ein bisschen mitspaßeln mit den Menschen. Meine Musik ist einfach sehr nah. Auch wenn ich singe, es ist immer wieder möglich, dass ich ganz kurz Texte improvisiere, einfach mit den Menschen zusammen irgendwas erfinde. Und das ist eigentlich das, was den Marc-André ausmacht, nämlich Natürlichkeit. Was ist so in nächster Zeit geplant, was Marc-André betrifft? Gibt es wieder mal eine neue CD? Die wird es auf alle Fälle geben. Aber heuer machen wir mal unsere alte CD. Du weißt, im März wurde ja meine erste offizielle CD mit Christian Zierhofer geboren. Und die wollen wir jetzt einmal gut vermarkten und wir sind auf dem besten Wege dorthin. Damit zum Sport und hier im Speziellen zum Fußball. Spannend bis zum Schluss entwickelte sich die Partie Gusswerk gegen Mariazell. Die Entscheidung zugunsten der Gusswerker fiel nämlich erst in den letzten Minuten. Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Kia, ein Zeichen höchster Qualität. Der neue Sorento, jetzt noch perfekter, mit Allradtechnik aus Österreich, bei Huber, Nickersdorf. Und Kia hat auch etwas zu feiern. Kia feiert heuer 20 Jahre in Österreich. Und aus diesem Grund gibt es für den Kia Rio, Kia Ceed und Kia Sportage ein umfangreiches 20-Jahre-Paket. Willkommen in der Welt von Kia. Bemerkenswert auch bei Kia unsere 7-Jahres-Garantie. Welche sich bis 150.000 Kilometer erstreckt und von den Kunden sehr gut angenommen wird natürlich. Kia Huber Nickersdorf. Informieren, anschauen, Probe fahren bei Huber Nickersdorf. Wir früher.
Da gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich. Darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So viel, jetzt das nicht geben. Gut, besser. Gösser Kracherl. Juri Nickersdorf ist ein Dienstleistungsunternehmen, das schon über 4 Jahrzehnte im Aufgabenbereich Kanal, Grubendienst, Muldenservice, Hochdruckreinigung mit zahlreichen Spezialfahrzeugen und gut ausgebildeten Mitarbeitern im Einsatz steht. Juri Nickersdorf, da sind Sie in guten Händen. Unser Schlagerspiel der Runde kommt aus der Gebietsliga Mürz. Da geht es an diesem Wochenende in die 6. Spielrunde. Und wir sind beim Mariazeller Landderby. Gusswerk gegen Mariazell für Sie dabei. Das wird sicher eine ganz, ganz spannende, heiße Partie. Beide Vereine liegen ja in der Tabelle dicht nebeneinander, haben 6 Punkte am Konto. Und da wird natürlich heute gefeitet um jeden Zentimeter. Schauen wir uns dieses Spiel gemeinsam an. Tollen Besuch gab es beim Mariazeller Landderby der Gebietsliga Mürz zwischen Gusswerk und Mariazell. Und die Zuseher erwarten heute ein tolles Derby. Dieser Fan von Otto Droger, aus Holz geschnitzt, hält natürlich Gusswerk die Daumen. Der Michel Wallmann fiebert natürlich auch dem Mariazeller Landderby entgegen. Ja, selbstverständlich. Und das ist ja das ganz Besondere. Diesmal ist das erste Mal das Derby einer Gemeinde, ist ja eine Gemeinde, ein Stadtderby diesmal, aber im Prinzip kein Unterschied zu den anderen Derbys, Gusswerk gegen Mariazell. Und 500-600 Zuseher da, da wird wirklich eine gute Stimmung gegeben sein. So ist es, wir hoffen schon die 500er Marke zu überschreiten und die Stimmung beim Derby ist immer einzigartig. Was glaubst du, wie wird es denn ausgehen? 3:1 für den SC Gusswerk. Was sind denn die Stärken der Gusswerker Mannschaft? Ich glaube, dass wir im Kollektiv ein bisschen stärker sein und dass wir einfach den Heimvorteil nützen können. Aber in der Tabelle schaut es ja mit den Punkten für alle zwar nicht so gut aus. 6 Punkte am Konto, beide Mannschaften. Das ist nicht allzu viel. Ist nicht allzu viel, ist richtig. Das bringt eigentlich nur mehr Brisanz in das heutige Derby. Wir sind punktegleich, also es ist auf Augenhöhe und darum ganz, ganz ein wichtiges Spiel. Dieses Derby hat im Mariazellerland einen großen Stellenwert. Erwin Fuchs, Transporte Triple und Xandi Mosbacher sponserten die Matchbälle. Und eine neue Dress gab es auch noch vom Café Ruckzug. Dann ging's los mit dem Match. Der Spielleiter bei diesem Derby, Rene Feldbaumer aus Spielberg, da ist das Match in guten Händen. Gusswerk in Blau-Weiß-Spielern startet gleich den ersten Angriff, aber die Gästeabwehr lässt sich noch nicht überraschen. Darauffolgern versucht Simon Kovac mit einem Weitschuss. Gusswerk versucht dazu kombinieren, Lechner knallt da übers Mariazell-Gehäuse. Man merkt's, bei diesem Derby ist alles drinnen, Kampfgeist, Tempo und auch eine gewisse Härte. Mariazell setzt auf eine organisierte Defensive, ist erstmals aus einer Standardsituation gefährlich, aber der Kopfball verfehlt klar das Ziel. Schiri Rene Feldbaumer, sehr lauffreudig, immer auf Ballhöhe, ist als Spielleiter heute gut drauf. Harte Einstiege gibt's einige. Martin Wolf hat bisher fast nichts zu tun, die richtigen Torchancen in Hälfte 1 Mangelware und die Golden Girls wollen natürlich Gusswerk-Tore sehen. Lechner Gusswerk versucht's da mit einem Sturmlauf, wird gestoppt auf der 16er Linie. Das gibt natürlich Gelb und den darauffolgenden Freistoß knallt Kovac übers Tor und mit dem 0:0 geht's in die Pause und somit zum Dermann-Karten-Gewinnspiel. Lust auf 2 Dermann-Karten der Therme Aqualux, Fonstorf? Ja, bitte. Ja, die Fragen einpackt, die sind direkt auf die zugeschnitten. Wer ist denn die Überraschungsmannschaft der österreichischen Bundesliga? Ja, das ist die sogenannte Graue Maus, die hat mehrere. Die sind Erster. Ich hoffe, dass wir es morgen biegen, weil ich Rapid-Anhänger bin. Ah, dann bleiben wir gleich bei Rapid. Rapid hat jetzt ja einen guten Erfolg gehabt. Was haben Sie denn da eingefahren, international? Ja, da sind wir vorher leider gescheitert bei der Champions League mit viel Pech, wo der Peric in der letzten Minuten eigentlich im Matchball am Kopf gehabt hat, aber leider nichts geworden. Und jetzt sind wir in der Euroleague und da haben wir 2:1 gewonnen am Donnerstag. Wer ist denn Trainer bei Rapid? Das ist der Zocke Parisitz, der war schon ein paar Mal im Gusswerk da. Der hat da selber mit uns, mit den Senioren mittrainiert, ein klasse Bursch, muss ich sagen. Ja. Und ein paar Steirer gibt es auch bei Rapid. Naja, Rapid hat sehr viel Steirer sogar.
angefangen von Marius Anleitner, der zeitweise Kapitän ist, wenn der Steffen ausfällt, der Hoffmann, nicht? Dann haben wir Florian Kainz, den was die Sturmler nicht mehr recht mögen. Dann haben wir noch Inutz, der glaube ich war in Kapfenberg sogar draus, ja, etliche Stangl, glaube ich. Das sind 3-4 gute Spieler, wo es eigentlich jetzt für Grün-Weiß spielen. Steirer für Grün-Weiß, das passt eigentlich gut zusammen, nicht? Passt gut zusammen und das passt auch gut, dass du gute Antworten gegeben hast und damit die 2 Thermenkarten gewonnen hast. Danke dir, Peter, ja. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Gusswerks Brumetz setzt sich da in Hälfte 2 gleich mit einem Lattenschuss in Szene. Man merkt's, Michi Schmidt, der Gusswerk-Trainer, hat zur Halbzeit die richtigen Worte gefunden. Brumetz zieht da auf und davon, aber der Abschluss passt da nicht ganz dazu. Die Gusswerker Mannschaft agiert nun sehr druckvoll. Wie lange kann da die Mariazeller Abwehr entgegenhalten? Die Gäste kommen ganz, ganz selten in Gusswerk-Strafraum nehmen. Gusswerk nimmt Mariazell in den Schwitzkasten, Wolf pariert da glänzend einen Lovetschki-Kopfball. Immer wieder Gusswerk-Angriffe, aber der Gusswerk-Treffer, der fehlt noch. Nun kommt bei Gusswerk der Spielertrainer Michi Schmidt ins Spiel. Das Spiel schon in der Endphase, 10 Minuten geht's noch. Aber wir blenden nun gleich in Minute 83. Da gibt's eine Faustabwehr von Wolf im Gästetor. Christoph Briller nimmt sich ein Herzknall drauf los und der Ball ist im Netz. 1:0 für Gusswerk steht's. Die Fans aus dem Häuschen. Mariazell kommt da noch zu einer Möglichkeit, aber der Schuss, der zieht da am Gusswerk-Tor vorbei. Einen zweiten Gusswerk-Treffer gibt's auch noch. Manuel Lechner trifft und wie. Tolles Tor, Spielstand in Minute 91. 2:0 für Gusswerk. Mariazell kann aus Elfmeter das Ergebnis verbessern. Eckmeier trifft zum 1:2 und das war's auch schon. Gusswerk schlägt Mariazell verdient mit 2:1. Ja, Manuel, du hast heute das 2:0. Mach da knapp vor Schluss für Gusswerk und es war ein ganz ein tolles Tor, muss ich sagen. Wie ist da das Gefühl? Ja, ich meine, vor so einer Traumkulisse daheim ist Mariazeller Derby zum Gewinnen ist halt schon ein Traum. Das ist ein super Gefühl, ja. Bei so vielen Fans ist da zum Schießen. Aber das erste Tor ist ja sehr spät gefallen in der 83. Minute für Gusswerk. Man hat sich lang sehr, sehr schwer da gegen den Mariazeller Abwehrriegel. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben kämpferisch nicht gerade alles down. Wir waren zwar technisch sehr stark, aber bei den Zweikämpfen hat es jetzt gekapert bei uns. Ja, und das haben wir in der zweiten Halbzeit dann besser gemacht. Natürlich, wie du sagst, ich habe schon ein tolles Publikum. Ich weiß ja, das habe ich da einmal trainiert. Das Publikum steht ja voll hinter der Mannschaft. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon toll, da zum Spielen. Ja, und du bist ja ein richtiger Eigenbauspieler. Ja, das stimmt. Ja. Und heute wird es ein bisschen Gas geben in der dritten Halbzeit? Ja, heute wird sicher noch ein wenig gefeiert werden, ja. Der Jürgen Jasinger natürlich ein bisschen enttäuscht. Man hat sich viel vorgenommen, hat auch relativ lang entgegengehalten bis zur 83. Minute, aber dann ist Schlag auf Schlag gegangen. Ja, ich würde sagen, die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. Da sind wir nach den ersten Minuten auch sehr gut ins Spiel gekommen. Die zweite Halbzeit ist Gusswerk ganz wirklich stark aufgekommen. Da hat sich vielleicht auch die internationale Klasse, die haben ja doch 7 Slowaken im Team, ja, ich sage es einfach mal so, bezahlt gemacht und mit 2 Weitschüssen haben sie dann das Match für sich entschieden. Wir haben am Schluss noch einen Elfer gekriegt, Anschlusstreffer noch, ist aber leider nicht mehr gegangen. Aber Mariazell hat ja aus 2 Spielen dann vorige Woche und vorvorige in Baschlur gewonnen, 6 Punkte eingefahren und man ist ja mit breiter Brust heute in dieses Derby gegangen. Das ist ganz richtig, wir haben versucht den Schwung mitzunehmen. Wie gesagt, die erste Halbzeit ist uns ganz gut gelungen, die zweite Halbzeit ja, ist uns vielleicht auch die Kraft ausgegangen, wie auch immer. Gusswerk hat das Spiel für sich entschieden und wir können glaube ich trotzdem mit erhobenen Hauptes heimfahren. In die Hauptstadt nach Mariazell. Das war wieder unsere Sendung Panorama. Falls Sie einen Beitrag versäumt haben, Sie finden uns auch im Internet. Unter mematv.com finden Sie die gesamte Sendung zum Nachsehen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserem Programm und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.